Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus macht jetzt um 15:15 Uhr hier dieses Müsli zu Ende oder bereitet das, hat er so angeweicht, das ist angeweicht und da kommt jetzt noch so eine Soße dazu aus Äpfel. Gemüse. Gestern habe ich Äpfel gekauft, schöne, kleine, passende. Ich hatte 3 Äpfelchen. Und dann mache ich da den Apfel ran. Und da ist der Baumstamm. Gut. Und dann brauchen wir noch ein Stück Banane. Ja. Banane haben wir also auch. Und ein bisschen wenig heute. Oder brande ich das? Vielleicht könnte man noch ein Stück Tomate dazu machen oder vielleicht ein bisschen Wirsing. Wirsing ist eigentlich auch immer gut. Wirsing hat Anti... wirkt hat Antikörper gegen, ich glaube, Vitamine, ja, was rede ich denn hier, gegen Krankheiten und so. Das stärkt, glaube ich, das Immunsystem. Das wollte ich sagen, genau. Das stärkt das Immunsystem und dann können wir noch... Jetzt kommt noch etwas Zimt dazu. Ich habe hier so einen großen Behälter. Da kommt der Zimt rein. Wofür Zimt jetzt genau gut ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Das jetzt nur für den Geschmack ist, riecht aber schon mal gut. Und dann machen wir Maca. Der Maca soll für die Libido gut sein. Und dann machen wir noch ein bisschen Spirulina dazu. Das ist Spirulina, so. Und jetzt brauchen wir noch Wasser. Brauchen wir noch Wasser. So. Dann haben wir das dazu. Ja, das sieht schon mal gut aus von der Farbe. Jetzt müssen wir das noch darunter heben. Ja, das Müsli ist jetzt gut eingeweicht. Das habe ich heute Morgen um 7 Uhr habe ich das angesetzt. Bis 15 Uhr. Das ist jetzt weich, durchgeweicht, eingeweicht. Ja. Sieht aus, wie es aussehen soll. Wir brauchen ein bisschen Dekoration hier. 3, 4, 5, 6. 6 Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 6. Okay. Wir werden den Behälter hier ausspülen. Und jetzt habe ich das Mikrofon schon wieder verloren. So, da haben wir das Mikrofon. Und ja, damit wir eigentlich das Mittagessen fertig. Das ist also mein Mittagessen, 15 Uhr. Okay, das war's dann für Nia und die Leute. Jetzt muss ich ja beides hier, das Zoom H1 und die Kamera gleichzeitig ausschalten.